Ö3 Podcast. Bevor wir beginnen, folgender Hinweis. Es werden in diesem Podcast psychische Probleme, psychische Erkrankungen, suizidale Gedanken oder auch Suizid thematisiert. Wenn du auf diese Themen sensibel reagierst, hör den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person, mit der du die Folge auch unterbrechen kannst, um dich über das Gehörte zu unterhalten. Und wenn es dir nicht gut geht, du einen Rat oder einfach ein offenes Ohr brauchst, Hilfe in Krisensituationen findest du zum Beispiel bei der Ö3 Kummernummer unter 116 123, bei der Telefonseelsorge unter 142 oder bei Rat auf Draht unter 147. Wenn es einem psychisch schlecht geht, ist man ja ganz unrund, man ist so hochgradig nervös, das ist wie ein Hamsterradl, der hört nicht auf zu laufen. Also ich hab Situationen gehabt, bin ich bei Rot über die Ampel gefahren, weil ich habe nicht stehen können. Ich habe einfach gedacht, ich muss schauen, dass ich da weiterkomme, so gestresst war ich. Kratki sucht das Glück und findet Melissa Naschenweng. Melissa Naschenweng steht auf Bergbauernbuben und ist Österreichs erfolgreichste Musikerin. Sie ist fünffache Amadeus-Preisträgerin und Österreichs Helene Fischer. Aber sie hätte fast ihre Karriere vorzeitig beendet, weil sie im Netz mit so viel Hass überschüttet worden ist. Christi, das ist wirklich schön. Eine Frau, die zweifelsohne momentan einen Terminkalender hat, um den dich niemand beneidet. Ich glaube, dass du überhaupt nur eine Stunde findest, wo du einmal wirklich für dich bist und nicht irgendwo hinter einem Mikrofon sitzt, vor einer Kamera stehst oder auf einer Bühne, das ist selten geworden, nehme ich mal an. Das ist selten geworden, aber wenn es ist, dann ist es umso besonderer. Also man lernt, Zeit besser zu nutzen, wenn man sie hat. Da du jung bist, im Gegensatz zu mir, hast du irgendwie noch eine ganz, ganz klare Erinnerung an die Anfänge in deinem Job. Wir kommen dann noch darauf zurück. Es geht heute ja, wie bei dieser Podcast-Reihe, generell um psychische Gesundheit. Wir kommen dann noch darauf zurück, warum das so wichtig ist. Aber lass mich kurz bei der Geschichte beginnen. Alle Melissa Naschenweng-Fans kennen sie natürlich und kennen diese Details aus deinem Leben, dass es am Anfang ultra hart war. Ja, und das ist nicht von heute auf morgen gekommen, der Erfolg, sondern das war wirklich harte Arbeit mit Unterstützung deiner Familie und durchaus Momenten, wo du selber gesagt hast, Ich lasse es. Wann hast du zum ersten Mal gedacht, ich lasse es? Also 2010 hat man mich auf die Bühne gestellt und ich war eigentlich immer sehr, sehr schüchtern und habe für mich daheim immer musiziert, aber habe immer so Angst gehabt, vor Leuten aufzutreten. Bin dann da blind in dieses Geschäft eingestiegen und dann war ich zum ersten Mal, glaube ich, 2014 schon bei Herz von Österreich dabei. Und das war von mir selber einfach wirklich, da hat einfach die Tage, die es gibt, wo einfach nichts zusammenpasst. Und da hat nichts zusammengepasst und dann bin ich kritisiert worden. Ich meine, die Geschichte ist jetzt echt schon ewig her, aber wo die Frau Werger dann zu mir gesagt hat, es ist nur ein Nougat-Knödel ohne Füllung, bin ich heimgefahren und habe zum Papa gesagt, ich lasse den Schass. Ich habe gesagt, das geht nicht, das interessiert mich nicht. Und ich ziehe Monika Koffer, mache ich für immer zu und ich will nie mehr. Und wieso soll ich mich da hinstellen? Und nein, mag ich nicht mehr, ich spiele lieber daheim für mich oder halt beim Maibaumfestl auf. Und der Papa hat dann gesagt, lassen wir sie auch nachts schlafen. Und dazu war mir gesagt, nächsten Tag habe ich gesagt, vielleicht mache ich doch weiter. Und dann waren halt immer so Phasen dabei, wo einmal ja, einmal nein. Wenn man ganz jung ist und gerade in den Startlöchern steht, dann gibt es oft öfter so Dinge, so Phasen oder Momente im Leben, wo am Ende oder am Anfang halt dieser Phasen, die man durchmacht als junger Mensch, die Welt plötzlich völlig anders ausschaut. Ja? Je erwachsener man wird und je mehr man dann das Business kennenlernt, desto eher irgendwie erkennt man auch ganz klar, was vorübergehend ist an all den Problemen oder Schwierigkeiten, denen man sich stellen muss und was durchaus manchmal haltbar ist oder ein echtes Problem. Ja. Hass im Netz war bei dir oftmals in der Karriere ein Thema, durch die Art und Weise, wie du deine Karriere gemacht hast und womit, irgendwie, weil es Leute gibt, die mögen es aus irgendwelchen Gründen nicht. Du hast immer gesagt, leben und leben lassen. Irgendwie kann doch jeder die Musik machen, die einem passt und die einem taugt. Ja. Aber du weißt, so sehr du für Publikum arbeitest und dein Publikum sicher magst, dass es ähnlich wie beim Reinhard Fendrich ist, man kennt die Leute, man kennt aber auch die Rotzen. Also ja. Es ist nicht einfach, wenn dein Erfolg und dein Glück vom Publikum abhängt, oder? Nein, es ist alles andere als einfach. Also wie gesagt, ich habe da angefangen und habe mich von den kleinsten Festeln hinaufgearbeitet und mache halt meine Social Media seit Anfang an selber. Und ich habe immer wieder gelesen, was sie halt so schreiben und dann hat mich das echt oft berührt und auch
traurig gestimmt, warum andere, die mich nicht einmal kennen, so wie man mich urteilen. Also ob es jetzt meine Bikini-Fotos waren oder ob es dann wieder einmal die rosa-rote Lederhosen war oder wenn ich einmal keine Lederhosen angehabt habe. Irgendwie haben sie immer wieder über mich geredet und dann habe ich mich damit befasst, dass es halt jetzt normal ist. Ich habe mich entschieden, in die Öffentlichkeit zu gehen. Es ist normal, dass die Leute reden. Eigentlich ist es ja gut, wenn sie über die reden. Dann bist du halt vielleicht interessant. Aber trotzdem hat das mit mir was gemacht. Und wenn ich da meinen Papa nicht im Hintergrund gehabt hätte, der immer gesagt hat, schau Mädel, wenn du dir Taug machst und wenn nicht, wir sind für dich da, kannst du ja was anderes auch noch machen. Und ich habe meinen Selbstwert, Gott sei Dank, da nicht davon abhängig gemacht, wie andere mich sehen. Weil am Anfang war 7 Jahre halt einfach nicht gut. Ich habe mich 7 Jahre aufgewurschtelt, bis dann irgendwann der Moment war und auf einmal hat es jeder hat es gewusst, dass das mit der Naschmenge mal was werden kann. Mhm. Weil man gedacht habe, also wie das am Anfang zugegangen ist und wenig schlafen, viel unterwegs, also das waren teilweise Radeln, wir haben, wenn wir Schweiz und Steiermark gespielt haben, haben wir nicht einmal geschlafen, wir haben in Innsbruck ein Zimmer zum Duschen gehabt, wir sind weitergefahren, es hat gegeben Schnitzel, Würstel, Pommes. Ich habe ausgeschaut, 2019 war so das Jahr, glaube ich, wo, wenn da Corona nicht gekommen war, hätte sicher müssen einmal passieren, also das war so mein Jahr, da habe ich gewusst, jetzt ist meine mentale Gesundheit nicht mehr so, wie sie sein soll. Also da hat mein Körper Signale gesendet, das hat angefangen mit der Haut. Haut ist ja der Spiegel der Seele. Ich habe einfach Symptome gehabt, ich habe keine Luft gehabt, ich habe während dem Auftritt ist mir vorgekommen, keine Luft gehabt, ich bin nach den Auftritten in Krankenhäuser gefahren und habe Monate gehabt, wo ich 21 Mal gespielt habe. Und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, ich kann nicht mehr. Wenn das der Preis ist, den ich dafür zahle, mir ist die Gesundheit wichtiger, muss es lassen. Und ständig der Druck ist immer mehr geworden. Und ich habe einfach gewusst, jetzt bin ich halt eigentlich ein zartes Mädel. Ich halte auch nicht so viel aus wie ein Mann, aber es war wurscht. Du warst einfach die Cash-Cow und die Cash-Cow muss funktionieren. Und dann ist das mit Corona passiert. Natürlich auch eine wahnsinnig traurige Geschichte, was da abgegangen ist mit uns. Aber in der Zeit, glaube ich, habe ich mich echt wieder erholen können, weil das war irgendwie so schwindelig, Angst, Flugangst, Panik vor Leid, das war schon arg. Panik vor Leid ist für jemanden, der auf einer Bühne steht, irgendwie natürlich. Auf der Bühne habe ich es aber nicht gehabt, sondern nur mittendrin. Und da habe ich einfach die Energien gespürt. Ich habe mich da ein bisschen befassen damit. Was ist das? Was sagt mir mein Körper? Der sagt ja was. Und da habe ich viel mit meiner Oma geredet, weil die haben ja früher auch viel erlebt. Aber das Psychische ist ja immer irgendwie unter den Tisch gekehrt worden. Man hat halt nie darüber geredet. Und da hat die Oma hat immer gesagt, oh Kinderlein, sag gleich nicht. Und ich habe gesagt, ja, aber ich weiß jetzt nicht, bei Autogrammstunden, da hat sich alles gedreht. Also da bin ich auch einmal schwindelig geworden und habe müssen unterbrechen. Ich habe teilweise 2 Stunden Autogramme gegeben in Diskotheken bis 4 Uhr in der Früh in einer vernebelten Diskothek und habe immer gedacht, ich muss jedem Autogramm geben, weil jeder, der da ist, ist wichtig, weil sonst komme ich nicht weiter. Natürlich ist jeder, der da ist, wichtig. Aber was ich vergessen habe, ist, wenn ich nicht funktioniere, dann funktioniert der ganze Laden nicht. Dann man muss da irgendwie abwiegen, man will sich den Leuten recht machen und doch auf der anderen Seite muss man schauen, dass man fit bleibt, sonst hast du keine Chance in dem Geschäft. Du bist nach Shows teilweise ins Krankenhaus gefahren. Kannst du dich da noch an ein konkretes Beispiel erinnern? Ja, kann ich mich erinnern. Da habe ich im Casino Mond gespielt und da bin ich auf der Bühne gestanden und habe während, ich habe so übergeatmet und ich habe nicht gewusst, was das ist. Und da habe ich total Angst, habe eine richtige Panikattacke während dem Singen gehabt. Und dann habe ich die Leute singen lassen und das ist, das war ein prägendes Ereignis. Und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, ich kann euch kein Autogramm geben, ich muss weg da, ich habe keine Luft mehr. Und ich habe natürlich auch die Ziehharmonika, die 12 Kilo wiegt. Jetzt habe ich natürlich fast nie Zeit, Sport zu machen, natürlich schwache Muskulatur infolgedessen auch. Und dann habe ich gesagt, wir müssen ins Krankenhaus fahren. Ich sage, nein, jetzt machen wir mal die Autogrammstunde fertig, das Bild ist dein, ich bin wohl da. Und ich habe die Autogramme gegeben und mein Papa hat mir hinten die Hand aufgehalten, er links und der Techniker rechts. Und das haben die Leute aber gar nicht gecheckt. Ich habe immer das Gefühl gebraucht, dass mir jetzt jemand hebt, damit ich noch atmen kann. Und dann sage ich, was ist jetzt? Sag ich, wir müssen ins Krankenhaus fahren. Ich weiß nicht, was ich habe. Und ich bin dann ins Krankenhaus, ich weiß noch, aufgepickte Wimpern, Pinkelederhosen an, in Graz in die Aufnahme. Ja, ein Notfall. Ja, wer? Ja, ich bin ein Notfall. Was, du bist ein Notfall? Ja, ich bin jetzt ein Notfall. Ich brauche jetzt den Lungenarzt. Jetzt habe ich mir eingebildet, ich habe irgendwas bei der Lunge. Der hat sich nicht gefreut, um das jetzt einmal so höflich zu formulieren. Wenn da in dem Fall, glaube ich, 7, 8, 20 gewesen sein, mehrere vor ihm steht und um 3:30 oder 4 in der Früh sagt, ich habe was bei der Lunge und ich brauche sofort einen Doktor. Da habe ich gesagt, ich muss in der Früh um 8 in die Schweiz fliegen. Ich muss schauen, was ich habe. Und dann hat er mich halt abgehakt und der Papa hat draußen im Warteraum geschlafen. Und
ja, Blutabnommen, alles Mögliche. Ich hochgradig nervös, ja, zum Glück nichts. Aber halt überlastet. Ja, was ist überlastet? Jetzt bin ich von einem, daheim von einem Bauernhof, komme vom Berg oben. Was überlastet? Ja, das haltest du schon aus. Und ich habe dann immer zum Papa gesagt, sag ich, Papa, du bist einfach ein, du bist eine Maschine. Aber die Maschine bin ich nicht. Ich bin eher ein bisschen so wie die Mama. Ich bin eher eigentlich ein häuslicher Typ, der viel Schlaf braucht, der gut essen will und einen Rhythmus braucht. Und mein Papa hat dann gesagt, fliegen wir in die Schweiz oder fliegen wir nicht? So habe ich entschieden. Ich habe gedacht, ja, die Schwäche werden wir jetzt nicht eingestehen, was werden die anderen sagen, wenn ich nicht fliege. Und dann bin ich da hingeflogen. Das war ein Horror, das war ein Horrorflug. Das war ein Horrorauftritt, die Rückfahrt oder der Rückflug und dann die Rückfahrt von Wien heim. Es war einfach nur brutal. Ich bin daheim im Bett gelegen, ich habe nicht mehr geschlafen, ich habe einfach nicht mehr gewusst, was jetzt da abläuft. Und ich habe aber, glaube ich, keinen einzigen Auftritt damals abgesagt. Ich habe mich immer irgendwie drüber geschwindelt. Mhm. Und habe mir gedacht, okay, das kann es nicht sein, wenn ich das so weiter betreibe, dann ist irgendwann, man glaubt ja in dem Moment, man stirbt. Du kriegst einfach keine Luft und du weißt, da warten jetzt 500 Leute oder mehr und die brauchen alle was von dir. Und das war schon ein Gefühl, mit dem habe ich mich müssen beschäftigen, ich habe sehr viel gelesen. Ich bin dann auch in die Dankbarkeit und in die Meditationen eingegangen. Und wie bist du da drauf gekommen? Also, wenn ich ein Problem habe mit meiner Gesundheit, hast du eh richtigerweise gemacht. Man hat zwar nicht immer, dann kriegt man nicht immer das, was man sich wünscht, gleich. Weil auch die Ärzte einfach leider ziemlich überlastet sind. Und irgendwie, da muss schon manchmal ein Arm fehlen, irgendwie, damit du ernst genommen wirst oder vorgezogen im Wartezimmer. Das ist nicht so einfach. Dass diese Probleme natürlich alle mit der Psyche auch zu tun haben, das muss man ja von einem Profi feststellen lassen. Warst du jemals irgendwie bei einer Psychologin, bei einer Therapeutin, bei einem Psychiater? Das war ich nie, aber ich habe seit 10 Jahren eine Energetikerin. Okay. Von mir daheim, die ist eigentlich mit mir den ganzen Weg gegangen und der habe ich immer geschrieben, wenn was war und das hat irgendwie bei mir wirklich gewirkt. Also wenn ich gesagt habe, hey, ich spüre gerade das, ist das jetzt körperlich oder ist das jetzt wieder psychisch? Und dann ist es halt meistens gekommen, es war schon ab und zu körperlich auch, wenn man halt einmal krank ist. Ja. Aber meistens war es halt eben die Kopfsache. Und dann bin ich zu ihr gefahren und dann haben wir das eigentlich, also ich habe ganz viel mit Energien, ich bin auch ein bisschen spirituell. Und ich habe einfach einen ganz guten Glauben auch. Und meine beste Psychologin war einfach echt die Oma. Also es war immer, wenn ich heim bin, komplett überfordert, der erste Weg zur Oma zu mir. Mhm. Und dann bin ich da bei einem Café mit bei ihr gesessen und habe einfach über Sockenstricken haben wir geredet, über Keksel am Bauch und über das, was der Opa früher falsch gemacht hat. So einfach normale Sachen. Und dann auch so ein Drucker und einfach nur ein Puzzle von der Oma. Das war für mich so, boah, das war meine Therapie. Und dann habe ich mir eingebildet, dass ich einfach einmal die Woche heim muss. Ich muss einmal die Woche heim zu meiner Oma. Und es war heuer ja so, dass ich am zweiten Tag meiner Bergbauerntour meine Oma verloren habe. Und jetzt ist der Lebensmensch auf einmal weg gewesen. Und dann habe ich schon wieder befürchtet, jetzt weiß ich nicht, was das mit mir wieder macht. Zeit zum Trauern habe ich fast keine gehabt. Ich war an dem Tag eben beim Konzert, das hat ziemlich wenige interessiert. Also nicht von meinem Team, von anderen. Also ich habe einfach mich gefühlt wie die Maschine, die einfach funktionieren muss. Dass sowas ein Grund wäre, ein guter Grund wäre, um zu sagen, tut mir leid, ich sage ab. Das ist dir nicht eingefallen? Ich kann mich noch erinnern, wo der Opa verstorben ist, da habe ich auftreten müssen und da habe ich mir geschworen, das mache ich nie mehr. Weil ich bin die Stunde einfach da oben gestanden und habe mir gedacht, ich hab nicht, was soll ich euch geben? Ich stehe auf der Bühne, damit ich die Leute frei mache. Ich bin nicht der, der da oben steht und das kann, glaube ich, jeder bestätigen, der mich gut kennt. Ich stehe nicht da oben und sage jetzt, da ein paar hundert daher oder was ich was, ich bin das nicht. Wenn es mir nicht taugt und ich das nicht spüre, dass ich in die Leute was geben kann, weil das ist ja für mich, mein Album heißt ja nicht umsonst Glück, ich will ja in die Leute Glücksgefühle, das Glück, was ich für die Musik spiele, übermitteln. Und das habe ich halt nicht mehr gehabt an dem Tag. Und dann war das mit der Oma und dann war, es war irgendwie ganz interessant. Ich habe mich von der Oma verabschieden können. Ich habe sie ja begleitet und sie hat zu mir gesagt, oh Schatzele, tu mich nicht erpressen, hat sie gesagt. Nein, ich bin nicht bei dir. Nein, da herunten, da krank hat die, vor lauter habe ich die gern. Ich schaue oben zu, denke auf mich, dann geht's schon gut. Und ich habe gesagt, Oma, bitte jetzt einfach nicht. Das ist gerade der Druck für mich so hoch. Es ist meine erste Tour. Und dann bin ich ausgegangen und sie hat am Tag davor noch zu alle gesagt, jetzt geht gleich außen der Herrgott, komm heim die Nacht, schönen Gruß an alle, an die Melissa, schönen Gruß. Die hat sich wirklich das Sterben bestellt. Die war ihr ganzes Leben
Die ist 96 Jahre alt geworden und war innerhalb von 2 Wochen dann einfach weg. Und dann habe ich irgendwie so versucht, ich war am Boden zerstört an dem Tag. Und dann hat mein Papa gesagt, Melissa, es ist heute ein Tag, wo genau die ganze Familie, alle Nachbarn von der Oma, waren genau an dem Tag immer, das war immer schon fix, dass die nach Linz kommen. Dann sagt er, wir sind alle da, du kannst jetzt selber entscheiden. Also der Papa hat mir schon die Entscheidung selber überlassen. Und dann habe ich mir gedacht, ich werde wohl am Lana nachfragen, ob ich da spiele oder ob ich da nicht spiele. Ja, fahren wir mal zum Soundcheck. Sind wir zum Soundcheck gefahren und sage, ich kann euch jetzt eins sagen, ich weiß nicht, was mit mir passiert, weil die Oma war so das Nonplusultra für mich. Und dann beim Soundcheck kein Ton, nichts. Es war keine Stimme da, es war einfach nur Tränen, es war einfach nur schwer. Und dann haben sie mich hergerichtet und dann bin ich da raus und hätte mir einfach ein bisschen mehr Empathie von einem Veranstalter auch gewünscht, dass er halt einmal sagt, mach nichts, irgendwann Tage später, hey, mein Beileid nicht einmal. Also das sind so Sachen, wo man denkt, aber eins sage ich dir dann auch, gell? Und ich habe ja den Glauben und ich glaube ja immer an diese Verbindung. Ich habe ja schon mit dem Opa Erlebnisse gehabt, die einfach magisch waren. Und dann gehe ich da raus und bei meinem Intro hat die Oma und der Opa geredet, das habe ich immer schon so geplant gehabt. Und da waren in der ersten Reihe 2 weiße Herzluftballone. Und das war noch nie. Ich habe 1000 Auftritte absolviert in meinem Leben. Und an dem Tag 2 weiße Herzluftballone, die einfach gewusst, die sind dabei. Und dann habe ich die 1,5 Stunden so durchgezogen. Zum Schluss habe ich dann das Kompliment der Oma gewidmet, habe ich in Tränen schon gesungen. Aber danach war ich am Ende. Also das war echt die Nacht, die ganze Nacht munter, weil ich mir gedacht, was tue ich eigentlich da? Du hast dein Leben lang eine Bezugsperson gehabt mit deiner Oma eigentlich oder deinen Großeltern generell irgendwie, die, aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann speziell die Oma, ja, die dir in diesen extrem dunklen Momenten immer ein Licht war. Ja. Und klarerweise, den Weg müssen wir leider alle gehen, je älter wir werden, desto eher verlieren wir die Menschen in unserer Familie, die vorhergehenden Generationen sind. Ja. Also bei mir lebt überhaupt keiner mehr. Sind alle tot. Und wenn dann ein Mensch so wichtig wird, auch als Berater irgendwie mit aller Lebenserfahrung irgendwie und all dem, was halt ein Mensch so mitkriegt irgendwie im Laufe der Jahrzehnte und dann entsprechend weitergeben kann, dann braucht man ja dafür irgendwann einmal ja jemand anderen. Irgendwie, also das, du kannst ja nicht quasi an der Mensch, der Dreh- und Angelpunkt ist für all die wichtigen Dinge deines Lebens, ist dann plötzlich weg. Was dann? Und das ist ja oftmals der Grund dafür, sehr viele, wo die Kraft dann endgültig ausgeht, wenn ein geliebter Mensch geht, weil man nicht weiß, wie man das kompensieren soll. Weißt du, mein Papa hat zu mir gesagt, du bist wie die Oma, wenn es drauf umkommt, bist du stark. Und die Oma war auch immer so, wenn es ganz bitter ernst geworden ist, war die Oma die Stärkste, viel stärker wie der Opa. Und ich glaube schon, dass ich ja ziemlich ähnlich bin und den Platz von der Oma, den, also so ehrlich muss ich sein, den hat noch keiner eingenommen. Das ist so, dass ich teilweise in der Nacht auch munter wäre und ich suche sie. Also ich suche sie einfach im Traum und wäre munter und denke mir, okay, sie ist ja weg. Und da hat es mich heuer echt ein paar Mal, vor allem wenn so 4 Spielereien hintereinander waren, wobei ich immer gesagt habe, 4 Spielereien, das schaffe ich eigentlich nicht, weil es ist danach keine Autogrammstunde mehr möglich. Es ist einfach nur mehr Maschinen und ich bezeichne es als Cash-Cow und ich finde das nicht richtig. Natürlich ist es super, wenn man viel spielen kann, aber das war immer so, wenn ich noch so richtig überfordert war und richtig wenig geschlafen habe, dann war das mit der Oma so präsent, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, es war der Mensch, der mich, natürlich meine Mama und mein Papa, die lieben mich auch, das ist keine Frage, aber bei der Oma und beim Opa war das immer so diese bedingungslos. Es war so wurscht, was ich für eine Schularbeit geschrieben habe, es war immer alles wurscht, über immer das Schatzele, war immer das Zartele. Der Opa hat die letzte Unterhosen für mich verkauft, er hat mit 90 noch Polenta für mich gekocht und hat mich angerufen und hat gesagt, eine Künstlerin ist eine Chefin und nicht der Angestellte. Mein Opa hat Manager angerufen früher, der hat von Telefonbuch, aus einem X-Telefonbuch die Nummern rausgesucht und hat gesagt, mit meiner Enkelin nicht. Und das habe ich nicht mehr, dass sich jemand so bedingungslos vor mich stellt und sagt, stopp, jetzt bin ich selber irgendwie erwachsen geworden und das habe ich auch irgendwie, das Erwachsenwerden habe ich fast ein bisschen übersehen. Also ich war immer so, als Kind muss ein Kind haben. Und mir kommt halt einfach vor, jetzt ist es soweit, jetzt habe ich einfach gemerkt, okay, eigentlich bin ich ein Unternehmen. Oh Gott, ich war eigentlich in die Zeltfeste unterwegs und jetzt habe ich da eine Verantwortung für viele, viele Menschen, wo ich ja dankbar bin, aber das ist mir alles eigentlich erst in dem Jahr bewusst worden. Hast du je gelernt und wenn ja, wann, Stopp zu sagen oder Nein zu sagen? Ich habe es noch immer nicht geschafft. Ne? Also wenn ich Nein sage,
mir ist das jetzt ein paar Mal aufgefallen, und zwar, wenn ich zum Beispiel zum Frühstück gehe. Ich habe immer gesagt, ich finde es total überheblich, wenn ein Künstler nicht zum Frühstück geht, weil das ist ja total deppert, wie so Kapseln die sich ab. Wie meinst du zum Frühstück? Ja, wenn man zum Beispiel in einem Hotel schläft. Ach so, ja, klar. Und dann gehe ich zum Frühstück. Ja, ja. Und so war es bei mir auch, und ich sitze rein und war halt nicht hergerichtet. Und dann kommt. Ja, huch, und sie haben mich doch erkannt. Gutes Zeichen. Und dann fragt mich da eine Frau, darf ich bitte ein Foto machen? Und ich stehe da gerade bei der Wurstvitrine und denke mir so, eigentlich möchte ich nicht. Und dann habe ich es gemacht und dann habe ich es gesehen, wie es ausschaut, und dann habe ich mich fürchterlich aufgeregt über mich selber, weil ich halt wieder nicht nein gesagt habe. Mhm. Das nächste Mal gehe ich zum Sport, wartet einer extra auf mich, sage er, hey, Naschi, mach mal ein Foto. Und ich sage, bitte, nein, heute echt nicht. Dann hat es mich bis am Nachmittag beschäftigt, dass ich den Sport, der was mit mir Sport gemacht hat, den habe ich angerufen und gesagt, kannst du den bitte sagen, dass es mir einfach leid tut. Aber ich wollte halt echt kein Foto machen. Also ich habe es noch nicht geschafft. Also ich, wenn du Tipps hast für mich. Nein, habe ich nicht. Kannst du auch nicht, oder? Wir sind in unterschiedlichen Jobs, aber doch arbeiten wir beide für Menschen. Für möglichst viele. Und es, ich glaube, dass uns eines eint. Ich glaube, dass du auch, mir ist es auch wurscht, ob jetzt 10 Leute in einem Raum sind irgendwie, oder ob 2,5 Millionen am Radio dran sind oder halbwegs dran sind oder mit einem Drittel Ohr dran sind. Aber ich wollte immer für großes Publikum arbeiten, weil ich damit auch sehr viel gefüllt habe an Bedürfnis, Sehnsucht und manchmal auch Leere, irgendwie, die in mir war. Das ist immer mein Antrieb gewesen. Ich wollte nicht derjenige sein, der in der großen Pause in irgendeiner Ecke steht, sondern ich wollte mittendrin sein. Ja. Ich bin nur drauf gekommen, und deswegen erkenne ich so viele Sachen auch ein bisschen wieder aus meinem Leben, die du erzählst. Wenn du so einen Job machst, wo du andauernd für Menschen da sein musst, im Kleinen wie im Großen, dann kommt irgendwann einmal dieser Gedanke, wenn ich jetzt nicht funktioniere oder wenn ich jetzt nicht freundlich bin oder wenn ich jetzt nicht mir auf das Gespräch einlasse, das Selfie mache, die Liebesgrüße an Schatzi ausrichte oder die Geburtstagswünsche für den Vater, wenn ich jetzt nicht zur Verfügung stehe, ja, dann wird erstens enttäusche ich jemanden, das geht nicht. Zweitens, die wird sicher oder der erzählen, überall, ja, was der gerade nicht für ein Arsch ist. Ich denke ganz gleich wie du. Und ich kriege das nicht los. Und ich habe bis heute nicht gelernt, wirklich Nein zu sagen. Es geht jetzt langsam, aber sicher. Aber erst seitdem ich weiß, dass ich jetzt nur ein paar Jahre mache, irgendwie, und dass ich habe ein Ende festgesetzt irgendwie für mein öffentliches Leben. Und habe gesagt, irgendwie, ich mache das jetzt nur 3 Jahre und dann ist mit der Öffentlichkeit vorbei, weil ich versuchen muss, dann wieder normal zu werden. Ja? Weil so geht es ja nicht. Es kann ja nicht sein. Ich verstehe total gut. Und du weißt ja sicher auch, wie oft Leute in unserem Beruf auch irgendwie, wenn wir für die Öffentlichkeit arbeiten, nur dieses Problem teilen wir mit jeder Billerkassiererin. Ja? Du hast einen Scheißtag, ja? Du hast gerade furchtbaren Kummer, du bist traurig oder aggressiv oder einfach oder nur... Oder darfst du es nicht sagen. Und du darfst es nicht sagen. Und ich denke mir jedes Mal, und da komme ich dann auch wieder in diese... Was du angesprochen hast, dieses verdammt, die Kassiererin im Supermarkt oder der Verkäufer irgendwie im Quantgeschäft, vollkommen wurscht, die müssen ja auch funktionieren. Die kann ja auch nicht herkennen und kann sagen, na tut mir leid, ich habe jetzt keine Lust. Ja, ja, stimmt. Und so bewegst du dich andauernd weiter und bleibst nie stehen, bis irgendwann einmal die Substanz dann plötzlich verloren geht irgendwie und du keine Kraft mehr hast oder Atemprobleme oder irgendwie, oder in meinem Fall durchaus richtig Depressionen. Ich bin einfach einmal plötzlich... Bei einem Geburtstag von mir, der 47er war es, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett täusche, bin ich am Küchenboden gesessen und bin dort fast 15 oder 20 Stunden sitzen geblieben. Na. Ich habe nicht mehr aufstehen können und habe nicht einmal gewusst, warum. Ich habe im ersten Augenblick wirklich gedacht, das ist irgendwas mit meinem Organismus nicht in Ordnung oder so. Irgendwie. Und bis ich draufgekommen bin, dann nach Untersuchungen, dass es ein Burnout war. Und bin halt richtig gegen die Wand geklatscht. Einfach nicht mehr aufgestanden? Nein, ich bin einfach nicht mehr aufgestanden. Ich habe mir einen Tortenbacken, ich war alleinig. Es ist mir super gut gegangen. Ja, alles perfekt. Mein Leben war gerade wirklich in Ordnung. Ich hatte kurz davor eine Beziehung beendet, die nicht mehr so war, wie es sein soll. Aber das war jetzt auch nicht der Grund irgendwie. Das war okay. Ja. Eigentlich lief es gerade prächtig. Beruflich war es super. Vielleicht war es der erste Geburtstag, wo ich nicht getrieben war von meinen Wünschen und meinen Träumen und den To-Dos, die man sich selber so auferlegt,
sondern eigentlich war es das erste Mal irgendwie so ein Geburtstag, wo ich mir gedacht habe, eigentlich passt jetzt einmal alles. Und genau in diesem Moment, wenn du glaubst, alles bestens, kommen die Probleme und die Schwierigkeiten deines Lebens bei der Tür herein, wie diese großen Monster am Schluss bei der Muppet Show. Weißt du, wo so diese reinwackeln. Ja? So, die großen Plüschmonster. Also, hallo, wir sind jetzt wieder da. Ich habe plötzlich mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Der Schneekopf vorher, oder? Nein, davor nicht wirklich. Ich hab immer geglaubt, naja, ist eh klar, du hast einen Stressberuf, du arbeitest viel, du stellst alles andere hinten an. Du schlafst wenig, irgendwie. Ist ja logisch, dass dann irgendwann einmal ja einfach die Kraft ausgeht. Und ich habe mir auch gedacht, du hast nämlich was Wichtiges angesprochen, da wollte ich zurückkommen. Du hast gesagt, wenn du kommst aus dem Lesachtal, du bist ein Mensch, irgendwie, der mit wahnsinnig vielen Leuten bekannt oder verwandt ist, die sehr hart auch körperlich arbeiten. Ja. Und ja, gerade in der Landwirtschaft, da gibt es ja oftmals keinen freien Tag und kein Wochenende und nichts. Ja. Das geht ja dauernd weiter und weiter und weiter und weiter. Man lässt sich selber kaum eine Schwäche zu, oder? Ja, weil so alle anderen ja so hart sein, dann wird man das halt man schon durch. Aber weil du hast immer wieder jetzt angesprochen, zum Beispiel, dass dein Papa, irgendwie, den du heiß liebst und der sehr wichtig für dich zu sein scheint, irgendwie dann immer wieder dich bestärkt hat, weiterzumachen. Aber ist es nicht genau das, dass dann selbst Menschen, die dich lieben und die dir nahestehen, oftmals sagen, aber geh, das geht schon noch. Aber ich glaube, dass ich das brauche. Ich bin ja mit nur Männern unterwegs. Ja. Und das hat ja, glaube ich, echt auch einen Grund, weil wenn jetzt eine Frau sagt, na Melissa, na geht's da schlecht, na, dann hätte ich, glaube ich, von meinen 1000 Auftritten 200 oder 300 nicht gemacht. Und so war der Papa und eben auch mein Techniker, die vom Typ her total gleich sein, hey, das bockst schon. Und ich brauche das, dass dann einer sagt, na, wenn sich der Papa Sorgen macht und sagt, na, um Gottes Willen, mein Kind, na, oder, also, da, glaube ich, war ich richtig eingefallen, weil Depressionen habe ich jetzt noch nie gehabt und auch Burnout nicht, aber ich glaube halt auch, wenn ich das von dir so her, wenn der Moment da ist, dann hast du wirklich schon alles ausgereizt. Meine Cousine sagt immer, ist Physiotherapeutin, da bin ich oft gelegen, ich mache ja wirklich viel Physiotherapie und halt eben meine Energetik. Und dann sagt sie immer, jetzt hast du ein Glas, es ist voll. Wenn es voll ist, dann kannst du nicht noch mehr reinladen. Und sie sieht bei mir immer, ich lade und das geht sich noch aus und das geht sich noch aus. Wenn es sich dann nicht mehr ausgeht, so wie bei dir, wenn du dann am Boden sitzt und es geht nichts mehr, ich glaube, das wird dir erst dann bewusst, dass du dein Leben umstellst, wenn der Moment kommt. Ja, ich habe viel darüber nachgedacht, warum ich es so weit kommen habe lassen. Es wäre nämlich nicht notwendig gewesen, aber ich bin nicht da. Ich habe mir auch, ich habe, muss man dazu sagen, meine Oma ist relativ früh gegangen irgendwie. Die war ja schon um einiges älter, bei Jahren 1912. Was war der? Meine war 27. 27, mhm. Ja. Also wir haben beide Großmütter gehabt, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Wahnsinn, in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und wurscht, welches Problem in meinem Leben, und ich kenne natürlich die ganzen Geschichten, wie sie, ich glaube, Jahre hintereinander nach dem Krieg dann am Bahnhof in Salzburg gewartet hat, ob der Opa aus der Kriegsgefangenschaft heimkommt. Hausig. Und er war nie dabei. Ja, bis dann klar war, dass er in Russland bleibt, ja, und offensichtlich es nicht überstanden hat. Und ich habe mich immer gefragt, bei jedem Problem, das ich gehabt habe, na, wenn meine Leute, das kommt dir bekannt vor, oder? Ja, wenn die das ausgehalten haben, dann wäre ich dann in die Knie gehen wegen so einem Schaß, irgendwie, der mich da halt beschäftigt. Ja, aber es ist nicht der Druck, den wir uns selber machen. Das weiß ich nicht. Man sagt ja, die haben das auch geschafft, man will es auch schaffen. Warum sagt man nicht einfach, aber ich bin anders? Ja, aber das bringt uns oftmals an diese Grenzen. Ich habe viel mit meiner Psychiaterin darüber gesprochen, weil ich bin in Behandlung. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, okay, gut, offensichtlich ist was kaputt, muss ich reparieren lassen. Ja, aber es ist ja das Gleiche, wie wenn es körperlich kaputt ist. Es ist also, ja, nichts Schlimmes. Also, nein, aber ich sage, mich wundert schwer, so wie du teilweise irgendwie, wie du beschreibst, wie es benannt warst, sagst du, okay, du musst jetzt ins Krankenhaus, weil du kannst nicht atmen irgendwie, ja? Die Kraft ist komplett am Ende. Du hast zwar Menschen, die dich, wo du weißt, denen kannst du vertrauen, die lieben dich und du liebst sie, mit denen du sehr eng zusammenarbeitest, die dich dann immer wieder durchtragen, ja? Aber wenn du dir diese Menschen jetzt wegdenkst, ja, und sagst, du nimmst jetzt nur mal das Problem, ja, und siehst ganz klar, dass bei diesen 1000 Volt, ja, die du ausströmst, irgendwann die Batterie leer sein muss. Ja. Und das ganz offensichtlich, weil ich habe auch Urlaube gemacht oder mir mal dann freigenommen oder was weiß ich, irgendwie gesagt, okay, jetzt muss ich mir mal ein bisschen wieder mal holen. Aber es verbleibt einfach immer im Hinterkopf, ja,
das, was dich aufhält, das, was dich hemmt, das, was dich irgendwie ängstigt, irgendwie die Probleme, die du zur Seite schiebst, die Trauer, die du teilweise nicht zulässt, weil du auf Bühnen stehst oder so, das bleibt. Es geht nicht weg. Das, vielleicht hast du mit deiner Energetik und so, vielleicht schaffst du es tatsächlich da ein bisschen besser, dich psychologisch auch zu reinigen selber. Ja, oder, aber ich schaue schon auch, wie gesagt, Meditationen mache ich auch. Ich schaue, dass ich viel, also meine Cousine sagt immer, eine halbe Stunde zumindest draußen spazieren gehen. Ich habe immer ein Kerzel dabei, ich atme das ein, das Licht. Ich glaube auch viel an die Lichttherapien, was bei mir noch ist. Ich war ja heuer im Sommer auch wieder im Krankenhaus, einmal, was keiner mitgekriegt hat. Das war eben noch die vier Konzerte und ich glaube 3000 Kilometer an dem Wochenende. Und da war es aber nicht so, dass ich keine Luft gekriegt habe, sondern ich habe nicht mehr schlafen können. Ich habe einfach eben gedacht, wieso schlafe ich nicht? Ich weiß nicht mehr, wie man schläft. Und mein Papa sagt, hey, sowas habe ich überhaupt noch nicht gehört. Ich mache die Augen zu und schlafe. Und so sage ich, ich weiß echt nicht mehr, wie man schläft. Ich habe es nicht einschlafen, ich habe es nicht abgeschaltet. Und da habe ich gewusst, okay, Alarmsignal, rot, jetzt Achtung. Und dann habe ich eine Woche, glaube ich, passiert. Und dann habe ich gesagt, so mit mir nicht mehr. Also was haben Sie im Krankenhaus gesagt? Ja, er hat gesagt, was mein Problem? Er wollte Blut abnehmen, der Doktor. Ich sage, ich brauche kein Blut abnehmen, ich gehe regelmäßig. Also ich schaue wirklich auf meine körperliche Gesundheit sehr und gehe immer wieder Blut abnehmen. Und sage, ich brauche kein Blut abnehmen. Dann sage ich, ja, was dann? Dann sage ich, ich muss schlafen und ich weiß nicht mehr, wie man schläft. Ja, aber es könnte ja auch was, keine Ahnung, mit der Schilddrüse oder bla 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 irgendwas sein. Und dann hat er gesagt, der Arzt bin immer noch ich. Und heuer war, also das war sicher das herausforderndste Jahr. Aber es gibt am Ende des Jahres, nur darf ich es leider nicht sagen, es gibt eine Riesenüberraschung. Und ich habe diese Überraschung, ich habe mein Kerzel dabei gehabt und habe zu meiner Oma gesagt, Oma, heuer habe ich müssen mit meiner Frau stehen, einmal Chefin sein, was mir immer schwerfällt. Und dann habe ich mit ihr so kommuniziert und habe gesagt, Oma, ich habe so einen riesengroßen Wunsch. Einen Wunsch habe ich wirklich gehabt in dem Jahr. Und also ich darf es halt echt noch nicht sagen, aber ich sage es dann, wenn es soweit ist. Also das hasse ich wieder. Sowas ja, aber ich möchte es einfach gleich sagen, dass die Oma den Wunsch hat. Das kann ich niemandem erzählen. Jetzt pass mal auf, ich erzähle es dir auch nicht. Ja, danke für nichts. Ja. Okay, aber es gibt irgendwas am Ende des Jahres, auf was du dich sehr freust. Auf was ich mich sehr freue und da habe ich mit eben, das habe ich mir auch so gewünscht und dann habe ich wieder gewusst, dass die Kraft der Gedanken, hast du das schon einmal, The Secret, das Geheimnis des Lebens, du. Also deine Gedanken werden wahr, es passiert dir nichts umsonst. Ich habe mich wirklich sehr viel mit dem ganzen Thema beschäftigt und ich weiß, ich klopfe mir auch teilweise so Sachen ein und Affirmationen und rede mir Sachen vor und versuche auch auf die Sprache zu achten. Rede ich negativ, was rede ich denn jetzt zum? Über wen rege ich mich auf? Ist es nicht gescheiter, dass ich mir ein paar gute Sachen herhole? Dann beschäftige ich bewusst mein Gehirn und sage, danke, dass ich gesund bin, danke, dass die Sonne scheint, danke, dass ich meine Mama habe, dass ich meinen Bruder habe, so eine Sachen und zähle einfach einmal so 10, 20 Sachen auf, für die ich dankbar bin, weil ich glaube, wenn man eine negative Sache sagt, muss man 10 Sachen sagen, damit es wieder aufkommen ist. Wie oft machst du das? Zu wenig, aber trotzdem oft genug, dass meine Wünsche sich erfüllen, weil ich glaube schon, dass man selber so der Michelangelo ist, seines Lebens. Es passiert nichts umsonst und ich sehe jede Krise, auch meine persönliche, die ich damals gehabt habe mit der Luft, als Chance. Ich habe mich das erste Mal mit meinem Körper, mit dem Geist befasst. Für mich war immer wichtig, dass das Blutbild passt. Ja, wenn das Blutbild passt, aber der Kopf nicht funktioniert, dann muss ich mal da hinschauen, woher kommt das, was sind das für eine Themen? Ich habe so oft die Abnabelung von meinem Papa, ich bin Trennungskind, das war auch ein Thema, ein schweres Thema, im Jahr, wo ich aufgehört habe zu studieren. Also ich habe mich einfach von meinem Papa nicht abgekapselt. Das war irgendwie so, lass deinen Papa mal gehen. Der hat nie die richtige Frau gefunden, weil ich immer den Platz einer Frau so in dem Sinn eingenommen habe, dass ich ihn so belagert habe und durchgehend Papa, Papa, Papa. Da hätte nie eine Frau, eine richtige Frau, Platz an seiner Seite gehabt. Dann habe ich auch das aufgearbeitet, auch mit einer Energetikerin. Und dann ist sie ja jetzt, glaube ich, schon seit 14 Jahren vergeben. Es gibt eben, Schulmedizin ist eine Möglichkeit, irgendwie sich therapeutische Hilfe zu nehmen oder an eine Psychiaterin oder einen Psychiater zu wenden. Eine andere, so man überhaupt die Möglichkeit hat, weil es kostet leider Gottes auch Geld irgendwie und in vielen Orten bist du halt nicht irgendwie zentral von vielen Ärztinnen und Ärzten umgeben und kannst da nicht zugreifen. Also
vorausgesetzt, man hat überhaupt die Möglichkeit, irgendwie auf die Medizin zurückzugreifen, ja, gibt es ja auch noch diese andere Möglichkeit, du hast sie angesprochen, dass das in deinem Leben einen ganz einen großen Stellenwert einnimmt, irgendwie Energetik, du hast ein bisschen gelacht, irgendwie, dass du meinst, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, hast du das Gefühl, dass es das tut? Also schauen die Leute manchmal komisch an, wenn du sagst, dass du Dinge visualisierst irgendwie und eine Energetikerin hast, irgendwie, die da hilft. Irgendwie. Nein, eigentlich bin ich finde es gar nicht beschämend, sondern ich finde es eigentlich, wenn es ein anderer annimmt, also es muss ja nicht, für jeden ist was anderes gut. Also der eine kommt besser mit einem Psychologen aus, der andere mit Energetik, der eine drängt es einfach in die Ecken, bis es einmal so weit kommt. Gibt es einen Grund, warum du eher auf die Energetik gegangen bist als auf die Schulpsychologie? Ja, ich rede ja alles. Also ich bin ja kein Mensch, der Sachen runterfrisst. Ich plaudere ja alles auf. Ich weiß alles, was mich belastet. Es gibt nichts von sie, ob ich schluck. Also es ist so, ich sage immer das, was ich mir denke, was mich belastet. Ich habe das immer klar angesprochen, wenn ich Angstgefühle gehabt habe, und ich habe das ja gesagt. Jetzt habe ich habe natürlich gegoogelt und habe dann einfach die Energetikerin, wie gesagt, seit 10 Jahren, und die hat mit mir so viele Sachen durchgemacht, und das hat so funktioniert. Wenn ich der schreibe ich einfach ein WhatsApp. Also du hast das Gefühl, das hilft dir wirklich? Ja. Nein, ich kann das ja echt beweisen. Ich habe teilweise so Sachen, so Muskelzucken, oder es war vor kurzem noch einmal, hat da was gepumpert, dann habe ich mich ewig nicht mehr gemeldet bei ihr, und dann habe ich geschrieben, ich weiß nicht, was da ist, aber da funktioniert, ist das die, was ist da? Ist das der Magen? Ist das das und das? Nein, ist gleich weg, trink was und nimm mal Magnesium, ist nur Muskelzucken oder irgendwas, die Leber reagiert, ich weiß gar nicht mehr was. Und ich habe einen wichtigen Termin gehabt und das hat nicht aufgehört zu pumpen, um meinen Körper zu vibrieren. Und dann war das nach einer Viertelstunde weg. Ja, entweder bilde ich mir das ein, dass es nicht, ich weiß, was auch immer es ist, ich weiß es gar hilft. Nicht, es hilft. Mhm. Also mir hilft es. Über seine Probleme zu reden, also zu jemanden, wie du gesagt hast, deine Großmutter, die so wichtig war, mit der du über alles sprechen hast können und zu der du immer kommen hast können, ist natürlich ideal, wenn man so jemanden hat im Leben. Aber viele Menschen können in ihrem direkten Umfeld über das, was sie wirklich kränkt, beschäftigt oder behindert, gerade drin. Entschuldigung. Gesundheit. Schneidest deinen aus oder lass deinen drin. Pardon. Ist die Verkühlungszeit, zieht sich warm an. Also wahnsinnig viele Leute haben die Möglichkeit ja gar nicht, weil sie sich schwer tun zu verbalisieren, was sie beschäftigt. Du wirst in deinem Umfeld wahrscheinlich Menschen haben, die oder Menschen kennen, die das betrifft, ne? Auf jeden Fall. Und ab und zu kriege ich erst die Sachen mit, wenn es wirklich hart auf hart gekommen ist bei denen, wo ich sage, wieso sagst du das nicht? Ja, warum kann man das nicht sagen? Ich finde es eigentlich total schade, weil das wäre ja der erste Schritt, das aufzuhalten, wenn man drüber redet, wenn man sagt, okay, ich sitze zum Beispiel bei meiner Tour auf der Schaukel und sage zu Sennen, bevor das Lied Glück singt, manchmal schlägt das Leben eine Richtung ein, mit der wir nicht einverstanden sind, und dann geht es uns nicht gut. Und auch mir, da mache ich kein Geheimnis draus, mir geht es ja auch nicht immer gut. Und die Oma hat auch zu mir gesagt, Melissa, das Leben ist schön von einfach, war nie die Rede. Und das ist so wichtig, weil jeder im Leben hat Menschen, denen wir wichtig sind. Also du hast deine Leid, ich habe meine Leid, jeder. Für jeden gibt es Leid, denen man wichtig ist und die sich freuen, wenn man wieder lacht, wenn man auf die Füße kommt. Und die richtigen Freunde, die sind auch da, wenn du sagst, es geht mir nicht gut, sondern die sind einfach immer da, nicht nur, wenn es super läuft. Ich meine, das merke ich ja selber. Wenn umso erfolgreicher du wärst, umso mehr kommen dann her und sind deine Freunde. Aber die richtigen Freunde, die sind auch da, wenn ich keine Luft kriege habe oder wenn es mir schlecht geht. Und ich versuche immer wieder, weil ich spreche ja eigentlich offen über das, das mache ich, mein Team mag kein Geheimnis, wenn ich das so erzähle. Dann sage ich, wenn was ist, kannst du mir jederzeit was sagen. Aber ich finde sogar, dass es echt so ist, dass die Männer das nicht zugeben können. Du hast heute was gesagt, da hast du mich echt richtig gerissen, ja, weil du hast gesagt, irgendwie, naja, ich bin sozusagen ich bin ja eine Frau und die Männer irgendwie die von den körperlichen Voraussetzungen her und so weiter, die halten es vielleicht eher aus. Ja, irgendwie, ja.
Die Antwort darauf lautet übrigens nein. Männer, die das sagen, lügen, schlicht und ergreifend. Irgendwie ist es ein völliger Blödsinn. Also ich bin, weiß Gott, das habe ich in meinem Leben oft genug bewiesen, weder zu weich noch zu sensibel für irgendwas auf der Welt. Aus dem zu sensibel finde ich, kann man gar nicht sein. Aber ja, das Leben ist manchmal hart, das ist schon richtig. Ja, und kein Wunschkonzert, kein Kindergarten. Früher, jetzt kannst du die Harten kommen durch, jetzt kommen ja die richtigen blöden Sprüche. Aber das stimmt natürlich nicht. Ja, also ich habe auch geglaubt immer irgendwie, dass da und 3 auf 15 aufstehen, 20 Jahre lang irgendwie und dauernd Druck und Stress mit links. Ja, irgendwie, ja. Und wenn jemand gesagt hat, ich weiß gar nicht, wie man das schafft, dann sage ich, jetzt sei das eine Lusche. Ja, das geht, ich muss nur wollen. Ja, der Wille, der macht alles. Und dann gehe ich in die Knie und weiß nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Ja, oder sehe mir an manchen Tagen nicht raus und starre an die Wand den halben Tag. Irgendwie denke ich mir so, wie soll ich morgen gute Laune verbreiten? Und wie sehr, schätzt du dann den Tag, wenn es geht? Den schätzt man erst dann, wenn man das einmal erlebt hat. Es war immer alles selbstverständlich. Das war in Corona-Zeiten ja das ganze Gleiche. Da, finde ich, ist das wirklich so, woanders sehr viele psychische Probleme gekriegt haben. Also Corona, da hat man noch mitgekriegt, Warum glaubst du, weil der Mensch sich mit sich selber einfach auch, man lenkt sich ja gern ab. Man lenkt sich so lang ab, bis es dann irgendwann einmal passiert, dass es einem schlecht geht. Der Körper lässt erst dann noch. Es war bei dir auch so, es war dein Geburtstag, du warst allein und du hast eigentlich gerade keinen Druck gehabt. Und dann schneidet er das ein. Alles bestens. Und die Torte für mich alleinig. Und dann kommt das daher, aber du musst ja das trotzdem wieder als Chance, man muss ja immer, wenn man sich jetzt da einlässt und noch mehr in die Depression reingeht und sagt, und warum ich war ja damals auch ein Häufchen Elend, ich habe das nicht verdient und warum ich. Und dann in die ganzen Bücher, was man halt so liest, man verschlingt ja die Bücher, ich meine, viele gehen aneinander vorbei, aber das Secret ist bei mir nicht vorbeigegangen. Da habe ich mir... Das Secret? Ja. Was ist das? Das Geheimnis des Lebens. Und das ist einfach die Kraft der Anziehung. Also ich habe mir wirklich seit 10 Jahren eine Liste gemacht, wo ich mir jährlich aufschreibe, was ich mir wünsche. Und ich gehe schon in die Emotionen ein und sage auch, danke, dass ich das erreicht habe. Danke für das, danke für das, danke für das. Und heuer, also erst vor 3 Wochen, habe ich die Liste rausgetan und dann ist es gegangen. Zack, 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 zack. Und das sind aber immer die Sachen, du musst dir das immer was Gutes. Es ist so viel mit dem, die Beschäftigung mit dem Guten, auch wenn es da schlecht geht. Ich habe das auch gelesen in dem Buch, da steht drin, wenn man einen Autounfall hat, gell? Also laut dem Buch zieht man ja sogar die Sachen ins Leben, aber dann kann man auch noch dankbar sein, für was ihr das überlebt habt zum Beispiel. Also man kann im Allen irgendwo, du hast die halt müssen einmal mit dir selber auseinandersetzen, die Zeit hast du nie gehabt, weil du schon immer andere gute Laune verbreitet. Da muss ich kurz einhaken, oder mich so sehr mit mir selber beschäftigt, irgendwie, dass alles andere einfach, und dem, wie meine Mutter gestorben ist, ja, habe ich 2 Tage Ö3-Wecker moderiert und niemand hat gewusst, dass meine Mutter gestorben ist. Das ist so zack. Weil ich gefunden habe, und ich habe meinen Bruder allein lassen, irgendwie, bei einer sterbenden Mutter, weil ich gefunden habe, der Dienst ist wichtiger. Und ich habe meine Mutter geliebt, heiß, und sie mich. Ja. Aber wir haben nicht gewusst, wann es zu Ende geht. Das hat Tage dauern können oder Wochen oder Monate. Und ich habe gefunden, Dienst ist wichtiger. Und anmerken lasse ich mir sowieso nichts. Irgendwie, weil, Entschuldigung, was soll das? Ich habe erst vor wenigen Jahren damit angefangen, damit angefangen aufzuhören, so zu tun, als wäre ich unbesiegbar. Unsterblich. Wenn ich dir zuhöre, irgendwie, du strahlst eine unglaubliche Energie aus, eine unglaubliche Kraft aus. Ich glaube schon nicht nur aus Talent, sondern aus Gewohnheit heraus, weil die Menschen das ja an dir so lieben. Du hast diese extrem positive Energie und ziehst Menschen mit. Ja? Aber du bist nur eine junge Frau. Glaubst du tatsächlich, dass das sozusagen nur 20 Jahre so weitergehen kann? Auf diesem Weg, dass du dich sehr, sehr viel mit dir selber auch auseinandersetzt, deine Psyche andauernd unter Beobachtung hältst, die energetischen Tricks, irgendwie, die du da aufgezählt oder angeschnitten hast, ist das ein gangbarer Weg? Oder hast du manchmal, wenn wir uns jetzt ehrlich sind, das Gefühl, schauen wir mal? Ich glaube, dass es geht, wenn es nicht mehr so ist, wie es heuer war. Also heuer war wieder so ein Jahr, wo ich mir denke, so okay, Limit. Spaziergang am Limit dahin, so geht oder geht nicht oder geht oder geht nicht. Für nächstes Jahr habe ich ja wirklich, ich habe ja nicht umsonst Sachen umgestellt jetzt und Veränderungen in mein Leben geholt,
weil ich mir gedacht habe, okay, mit der Gesundheit ist das Wichtigste. Das ist einfach, das haben wir daheim auch immer gesagt. Das Wichtigste ist, dass man gesund ist. Unterm Strich, was können wir mitnehmen? Erfolg, wo wollen wir es denn hin mitnehmen? Wir gehen alle gleich. Wurscht, wie erfolgreich man ist. Ich war jetzt auch bei der Taufe von meiner Cousine und habe ihr zugeschaut, wie sie da ihr eigenes Fleisch und Blut in der Hand haltet. Sie ist verheiratet, sie ist so glücklich. Was ist denn das für ein Erfolg? Das ist ja auch ein Erfolg, ein privater Erfolg, wo man denkt, es ist nicht nur das Messbare. Schau, du willst immer der Beste sein, ich will immer die Beste sein. Das hat man ja wirklich, man will ja dann wirklich den Drang. Man muss jetzt super sein und man muss immer gut gelaunt sein. Das bin ich auch nicht. Also ich glaube trotzdem, also so wie ich es jetzt umgestellt habe, es sind viel weniger Konzerte. Ich versuche gerade den Weg von der Masse zur Klasse. Also das heißt, ich spiele nicht mehr 180 Mal, weil was ist, man sagt ja immer, früher hat man gesagt, alles was nichts kostet, ist nichts wert. Was oft unterwegs ist, ist ja auch im Prinzip nichts wert. Natürlich war das coole Zeit, wo ich 180 Mal gespielt habe. Und ich bin jedem Veranstalter dankbar, der damals, wo wirklich alles uninteressant war, mich geholt hat. Aber jetzt sage ich so, ich mache meine Bergbahn-Burm-Tour, das sind 16 Termine, ich mache ein paar Open Airs, ich mache noch ein paar andere Geschichten, aber dann sind wir fertig mit 40 bis 50 Konzerte. Und wenn man jetzt denkt, ich habe 180 gespielt, glaube ich schon, dass ich auf dem Weg länger durchhalten kann wie vor Jahren. Hat Social Media dein Leben besser gemacht oder schlechter? Ja, wir sind beide, das eint uns auch, wir machen beide unsere Insta-Kanäle selber. Ne? Wir zwei Deppen. Hast du jemanden? Nein, es hat niemand. Jedes Mal, warum nehmen wir eigentlich niemanden? Das ist ja lächerlich. Weil es stresst mich ehrlicherweise zusätzlich noch. Ja, aber ich kann nicht entkommen. Der andauernde Austausch mit Menschen, das fällt mir in dem Augenblick, wo ich es lasse. Wenn ich sage, ich mache jetzt wieder Pause, ja, eine Woche geplant, drei Tage. Nein, schaffe ich auch nicht. Also ehrlich, gebe ich ehrlich zu, schaffe ich auch nicht. Ich habe ständig bei der Hand, ich bin ständig beim Schauen, wo man denkt, warum lese ich jetzt wieder die Kommentare und da ist wieder die Schlagzeile und lese ich wieder das. Dann muss ich gleich wieder mich rechtfertigen, wo man denkt, wenn ich es nicht gelesen habe, brauche ich mich nicht rechtfertigen. Dann warte ich wieder ab, was die Rechtfertigung von mir wieder ausgelöst hat. Ich glaube, das ist etwas verbessert, verschlechtert. Ich sage einmal so, früher war es eine Homepage. Eine Homepage interessiert aktuell fast niemanden mehr. Es ist das Social Media, es ist da jeder drin, es hängt da jeder drin. Ich habe ja den Titel Amelie aufgenommen, Amelie, pass auf die, weil ich halt, ich wäre ja auch immer, also das ist nicht Mobbing, aber das ist schon fertig machen. Also vor ein paar, die mich nicht kennen, wo ich mir denke, wie kann sich jemand das Recht ausnehmen? Jetzt reden wir in einer Zeit eben, wo mentale Gesundheit ja wirklich großes Thema ist, aber das sind ja teilweise Leute, die, wo man denkt, wieso nehmen die sich die Zeit, an anderen fertig zu machen? Warum? Ja, wir stehen in der Öffentlichkeit irgendwie und wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann bist du frei wild. Ja, das so, jeder darf über dich sagen, was er will. Ist es so? Oder nicht? Ja, es ist natürlich so, wir haben uns für den Weg entschieden, aber ich predige das, glaube ich, bis zum Umfallen, dass ich sage, wenn ich ins Geschäft gehe und mir gefällt jetzt zum Beispiel das rote Kleid nicht und ich nehme das blaue, ja, rege ich mich dann auf, dass das rote so schier war oder freue mich, dass ich ein blaues gefunden habe. Wer die nicht mag, der schaltet einfach einen anderen Sender ein und wer mich nicht mag, der hört einfach was anderes. So einfach ist die Rechnung. Und ich mit meinen energetischen und hochspirituellen weiß ja und bin fest davon überzeugt, dass wenn du einem anderen was wünschst, erstens hat die Leute einmal mit sich selber ein Selbstwertproblem. Das ist so. Weil du, also ich mach keinen anderen fertig. Also, glaub du auch nicht, oder? Weiß ich nicht. Also, ob uns zu den Naschmeng-Musik. Nein, ich bin ein bisschen anders als du. Ich habe sehr, sehr oft in meinem Leben, sowohl im familiären Bereich als auch im beruflichen, schlechte Laune oder schlechte Laune habe ich auch oft einmal. Ja, bei anderen abgeladen oder abgelassen, weil ich immer gesagt habe, das Einzige, was mich interessiert, ist irgendwie die Menschen, die den Ö3-Wecker einschalten. Das ist wichtig. Irgendwie. Und wie es teilweise in meinem direkten Umfeld dann damit geht. Und wenn man so eine besondere Stellung einnimmt, irgendwie, ob gesellschaftlich, medial, whatever, es gibt ja auch, es machen ja dann viele Leute den Fehler, dass sie dann glauben, sie müssen die ja behandeln wie was Besonderes irgendwie. Und ja, da hat, das muss man verstehen, weil was die hat in dem Fall wahrscheinlich 150 Auftritte und da darf man nicht so sein oder so. Also Menschen haben in meinem privateren Umfeld oder auch im beruflichen sehr, sehr oft irgendwie sich quasi so eine Rücksichtnahme eingeredet, weil ich sie eingefordert habe. Ich sagte, Entschuldigung, ich bin um 3.15 Uhr aufgestanden, was kommst du mir jetzt? Ja. Und jeder, der nicht um 3.15 Uhr aufgestanden ist und das auch nicht will, und das verstehe ich gut, ja, denkt sich, ja, das muss man verstehen. Wenn man so früh aufsteht, der hat halt kaum Schlaf gekriegt und so weiter. Also
es ist ja leider oft auch so, dass dieses Fehlverhalten, irgendwie, dass du eben dann durchaus manchmal halt nicht der bist, der du eigentlich sein solltest für andere Menschen, nämlich die direkt neben dir sind, ja, dass du das damit rechtfertigst, dass du dann einen besonderen Job hast. Und ich denke mir immer, was macht denn jemand, der, wie gesagt, einen ganz normalen Beruf hat, der nicht irgendwie in der Öffentlichkeit stattfindet oder so, aber trotzdem funktionieren muss, ja? Wenn der oder die dann irgendwie plötzlich an die Grenzen gerät, weil du brauchst ja nicht auf einer Bühne stehen oder Autogramme geben bis 2 in der Früh, um am Ende zu sein. Ja, vielleicht haben die 2 Kinder daheim und das ist auch, ich denke mir das oft. Aber ist dir das erst klar geworden jetzt, wo es da so schlecht gegangen ist, oder hast du hier schon? Ja. Und vielleicht hast du müssen auf den Punkt kommen, damit du das siehst. Aber das ist der Punkt in Wirklichkeit, den man verhindern sollte. Weil dass es einem so schlecht geht, ich meine, ich habe Glück gehabt, ich habe körperlich jetzt keine Schäden davon getragen. Aber es gibt ja Leute, die einfach mit ihrer Psyche oder ihren psychischen Problemen, wo tatsächlich der Krug so lange zum Brunnen geht, bis er bricht, und diese dann im Krankenhaus wiederfinden und irgendwie und nicht rauskommen oder kaum rauskommen. Oder wirklich schwere oder im Auto sitzen. Und nicht bei der Sache sind und auf die Gegenfahrbahn kommen, etc. Also wir brauchen ja nicht lang graben, um zu wissen, dass es dem in unserem Land vielen Leuten viel, viel schlechter geht, als sie es zugeben wollen. Ja. Eine Podcast-Reihe, in der wir vorwiegend über sehr viel Unglück reden, das zum Leben halt dazugehört und mit dem man irgendwie zurechtkommen muss, die aber gerade gesucht das Glück hast, führt uns unweigerlich dann zu der Frage, irgendwie, die dieses Gespräch meistens schließt, nämlich, wo empfindest du wirkliches Glück? Aus deiner heutigen Sicht, mit all den, mit auch dem Blick auf die Schwierigkeiten, die Täler, die man durchschreiten muss, alles, was du hinter dich gebracht hast, um jetzt zu diesem heutigen Tag zu kommen, irgendwie ganz aktuell. Wenn du dir eine Sache aussuchen müsstest, wo du sagst, das macht mich richtig glücklich. Ja. Was wäre das? Ja, also am glücklichsten macht es mir, wenn ich auf der Bühne stehe und mit Leuten gemeinsam diese Freude zur Musik und die schönen Momente teile, weil ich habe teilweise einfach echt, ja, ich habe einfach das Glück, nicht nur teilweise, ich habe das Glück, dass Musik ist ja auch eine Heilung. Musik kann ja heilen. Und ich stehe da oben und wenn ich da in die strahlenden Gesichter reinschaue, vor allem so viele Kinder, die da sind, dann ist das für mich pures Glück. Also Musik ist das, was mich über alles Mögliche drüber rettet. Und dann halt natürlich das daheim sein. Also das kann mir jetzt nicht entscheiden, weil auf der Bühne stehen und das heimkommen, das ist so etwas, was beides da sein muss, damit ich absolut in meiner Mitte bin. Mhm. Ich frage noch einmal nach, ganz abgesehen jetzt sozusagen von den Dingen, die wirklich dein Leben bestimmen, weil den Platz auf der Bühne, der gehört dir, den hast du dir erarbeitet, und der ist halt sehr speziell. Nicht viele Leute haben einen Platz auf einer Bühne. Ja. Aber jeder hat so die Bühne seines Lebens. Von den Dingen irgendwie, wo du sagst, das wäre ja auch ohne die Karriere, die du machst gerade und gemacht hast schon, erreichbar. Von diesen kleinen Dingen, von denen du oft redest, sagst, du stellst dich in den Wald und wir beide Füße am Boden. Oder schmust mit einem Baum oder was auch immer. Oder machst du im Wald, ich will ja nicht indiskret sein. Aber gibt's irgendetwas, wo du sagst, da kannst du dir ganz, ganz einfach schnell Glück holen, wenn du es bringen glaubst? Das ist das Lesachtal. Das ist tatsächlich das Lesachtal. Wenn ich da reinfahre, ich wohne auf 1100 Meter, es sind 33 Einwohner, und ich sitze bei der Nachbarin beim Kuchen und rede über einen neuen Haarschnitt vom anderen Nachbar. Das ist ein bisschen lästern, gell? Also, nein. Nein, das ist blöd gesagt. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber wenn also das, allein das Atmen daheim, das ist ein anderes Feeling zum Atmen. Da atme ich viel tiefer. Also ich kriege jetzt Gott sei Dank immer Luft, aber da haben wir am besten. Also eine vorne ins Tal, dass wenn man mich jetzt will, wenn ich einmal nicht in meiner Mitte bin und nicht glücklich bin, dann fahre ich heim. Und das ist ein Tag daheim, der ladet mich auf wie 2 Wochen Urlaub irgendwo. Ich fahre übrigens nicht gern Urlaub. Ich fahre ganz schwer weg. Also ich fahre ungern weg, sagen wir so. Weil ich einfach finde, dass die Qualität der Natur, was ich da daheim habe, das so ein wildromantisches, ich glaube, das war einmal das naturbelassenste Tal Europas, bitte. Und da hole ich mir einfach alles, was ich brauche. Und das ist ab und zu entweder bei der Nachbarin sitzen oder mit dem Hund einfach spazieren gehen. Und einmal schauen, wie gut es uns da noch geht. Was haben wir eigentlich noch für Glück mit Österreich? Also es ist ja ein Land. Sie hörten eine Einschaltung der Tourismuswerbung Österreich. Ich weiß, was du meinst. Es geht ums Nachhausekommen. Was immer das ist. Zu Hause ist ja nicht immer nur
wirklich daheim, sondern für manche Menschen ist ein anderer Mensch auch zu Hause. Daheim ist, wo dein Herz ist. Okay, das wäre ein schönes Schlusswort, oder? Das wäre ein super neuer Song für die drei. Ich nehme ihn auf. Lisa Naschmin, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke. Auch für die Offenheit. Und wir hoffen, wir haben vielleicht dem einen oder anderen von euch irgendwie auch ein bisschen weitergeholfen, wenn man bemerkt, egal was wir vom Beruf sind, egal was wir tun. Wir sind alles die gleichen. Wir sind alles die gleichen. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Und zum Abschluss nochmal der Hinweis. Wenn es dir nicht gut geht, du einen Rat oder einfach ein offenes Ohr brauchst, Hilfe in Krisensituationen findest du zum Beispiel bei der Ö3-Kummernummer unter 116 123, bei der Telefonseelsorge unter 142 oder bei Rat auf Draht unter 147. Mehr Ö3-Podcasts auf oe3.orf.at/podcast, in der Ö3-App und auf ORF Sound.